Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Show, diesmal wieder in Star Trek Online. Und zwar heute geht es um den Herald Quest Flight Deck Cruiser, also den Flugdeckkreuzer der Heralds. Und ja, ich werde ihn unboxen und mal gucken uns dann halt mal an, wie er sich so verhält, in welchen Nagala immer testen und hier am Ende eine Punktebewertung vergeben. Also, ich blende als erstes einmal das Interface ein. Für alle Personen, die sich vielleicht wundern, hier vielleicht, wieso ich noch einen Schlüssel habe oder wieso es hier auch so leer ist, ich bin auf Triple. Einfach, um zu gucken, wie gut das Schiff ist und vielleicht teste ich es irgendwann auch nochmal auf dem Holodeck-Server. Also, hier haben wir die Kiste. Und dann steht es hier auch schon. Der beeindruckende Quast-Flugdeckkreuzer ist das Arbeitsziel der ikonianischen Herald-Flotte. Dieses unglaubliche, robuste Raumschiff bietet exzellente Schilde, eine hohe Höhensteigung und verfügt über ein Hangardeck. Weil es ja ein Kreuzer ist und man kann es vergleichen mit dem Woft-Flugzeugkreuzer, bloß dass das jetzt die K6-Version ist von den Ikonianern. So, der Herald-Flugzeugkreuzer bietet einen Spezialistenplatz für einen Lieutenant-Wissenschaftsführung und einen Lieutenant-Commander beliebig Spionage. Dazu hat er auch noch eine Universalkonsole, eine Energieportalsteuerung, die zeige ich aber nachher. Und ja, hier steht auch, wenn wir mit der Raumschiffmeisterschaft Level 5 erreichen, schalten wir die Raumschiff-Eigenschaft synergetische Schildheilung frei. Wenn Sie diese Raumschiff-Eigenschaft ausgewählt haben, wird jede erhaltene Schildheilung auch einen kleinen Schildheilung über Zeit auslösen. Dieser Effekt kann nur alle 10 Sekunden auftreten. Okay, und wir haben standardmäßig Herald Mirjäger. Und ja. Gucken wir aber auch nochmal an, wie die gleich ausgerüstet sind. Also, wir haben hier einen Schildmodifikator von 1,3, was sehr hoch ist. Auf dem Kreuzer. Da haben wir auf Level 60 53.000 Hölle. Besetzung von 1.200. 4 Bugwaffen, 4 Heckwaffen, 4 Geräteplätze. Station Zeitgleichnummer. 3 Taktikkonsolen, 5 Technik, 3 Wissenschaft. Basiswendegeschwindigkeit von 8 Grad pro Sekunde, Impulsmodifikator von 0,15, Beschleunigung von 35, plus 5 auf alle Energielevel, ein Hangardeck, die Universalkonsole und Herald Mirjäger. So, Raumschiffmeisterschaft kann ich auch gleich nochmal zeigen. Wir haben 2 Kreuzbefehle, Feuer anziehen und Schildfrequenzmodulation. So, dann würde ich mal sagen, packen wir das Schild Schiff einfach mal aus. So, die Manila werde ich auch gleich mal lassen als Name. Haben wir auch hier unten schon das Admiralitätsschiff gleich dazu erhalten. Und ja, würde ich sagen, wählen wir erstmal Schiff aus. So, da ist es auch schon. Raumschiff bereit machen. Hier sehen wir jetzt, hier haben wir jetzt die Hangar Mirjäger mit 2 Herald Antiprotonenstrahlenbänken und der Fähigkeit Einschlag. Und zu der Raumschiffmeisterschaft haben wir als erstes Absorptionsschirmpanzerung, das heißt 25 physischer Schaden und kinetischer Schaden. Dann Schnellreparatur, schneller Einsatz, was für Hangarschiffe gut ist. Verstärkte Hirnpanzerung, haben wir nochmal Gesamtenergieschaden und Strahlungsschadenwiderstand, plus 25 jeweils. Und synergetische Schildheilung. 46 Trefferpunkte alle 1 Sekunde für 5 Sekunden bei Erhalt einer Schildheilung. Ja. So, kommen wir zur Universalkonsole. Passiv haben wir hier schon plus 11,2% Schildstärke und 22,5% Schildheilung. Also man merkt schon, dass es doch recht stark auf Kreuz angelegt. So. Der Herald Quest Flugdeckkreuzer ist mit der Universalkonsole Energieportalsteuerung ausgerüstet. Wenn Sie diese Konsole aktivieren, öffnet sich ein Portal, das kurzzeitig die Schilde aller nahen Verbündeten in schneller Weise wiederherstellt. Das Portal kann von Gegnern angegriffen werden, es ist jedoch ziemlich widerstandsfähig. Was sich natürlich, je nachdem, ob man auf Normal oder auf Elite spielt, also ich schätze mal auf Normal,
Kann er schon einiges aushalten, auf Elite wird es aber auch noch ein paar Schüssen zugehen. So, passiven erhöhte Schildheilung und Schildtrefferpunkte. Und kann auf jedem Herald-Schiff verwendet werden. Hier sehen wir auch nochmal. Wenn Sie diese Fähigkeit einsetzen, öffnet sich ein stationäres Portal, das kurzzeitig die Schilde aller Verbände im Umkreis von 3 Kilometern in schneller Weise wiederherstellt. Das Portal kann von Gegnern angegriffen werden, es ist auch ziemlich widerstandsfähig. Also, die Eigenschaft 2 Minuten Cooldown und 30 Sekunden ist das Portal, wenn es nicht vorher geschlossen wird, aktiv. Kann bis zu 20 Verbündete im Umkreis von 3 Kilometern, also das können man bei der SCF-Kristallwesen gut testen. Und es gibt drei, also es gibt drei, also zwei weitere Konsolen, das sind drei Asset-Bonus, so rum. Und zwar gibt es die Konsole Hinterhaltsportalgenerator aus dem Baldim Raider und Verwüstungsportalmodul gibt es aus dem Dreadnought. So, als zwei Asset-Bonus haben wir hier Herald-Taktiken plus 12 kritische Trefferschaden und 33% Wellengeschwindigkeit, was man hier gebrauchen könnte. Und der 3-Asset-Bonus ist das bekannte Sonneneruptionsportal. Ja, 15 Sekunden lang ein Solarportal, hinter jedem Ziel öffnet. Und 1000 Strahlen Schaden mit 100% Schilddurchdringen alle 0,5 Sekunden. Also, es macht ja doch gut Schaden. Und wenn man dann noch die Teilchengeneratoren auf Max hat, was man zum Beispiel durch die Botschaftskonsolen boosten kann, erhöhen wir den Schaden nochmal massiv. So. Zu. Dann gucken wir mal an, wie wir das Schiff gestalten können. Hier haben wir es jetzt erstmal, also man sieht schon ein ikonianisches Schiff, hier vorne der Reflektor. Hier oben dieser lange Zapfen, sag ich mal, und nach unten auch. Ich finde, was ich sehr schön gemacht finde, ist hier dieses lilane alles. Auch wenn ich mich gerade frage, was das hier ist. Ich hoffe mal, es ist nur ein Bug, weil das sieht irgendwie komisch aus, wenn so ein Teil einfach dran hängt. Aber okay. Und ja, oben Antrieb, hier unten, das an der Seite sind wahrscheinlich auch irgendeine Art Antriebe, die Vorlage. Ne, Mi, okay. Weiß nicht, ob das gerade ein Bug durch Tribble ist. Mal gucken. Ja, wir haben zwei Materialien. Wir haben einmal halt dieses dunkle und dann haben wir auch noch ein helleres. Wodurch es denn hier alles, sag ich mal, blau ist. Also es ist ein bisschen heller gefärbt und alles blau. Ich muss sagen, ich finde das erste dann noch besser. Ja, keine Hülle, dann können wir noch eine Farbe raufklatschen, also ein Muster. Was man hier aber auch sogar sehr gut sieht. Das würde ich erstmal lassen. So, da wir nichts geändert haben, brechen wir es ab. Und dann würde ich mal sagen, gucken wir uns einmal die Station an. Also, wir haben hier eine beliebige Spionagestation. Dann einen beliebigen Fähnrich. Kommandotaktische Station, Kommandotechnik. Hier meine ich einen Lieutenant Commander und einen Lieutenant Wissenschaft Führung. Jetzt ist gerade die Frage, ich werde hier. Das ist kein Techniker, so. Taktik musste ich gucken, was habe ich denn. Das ist leider. Der kommt Leader da rein. Und da auch nochmal. Da wird Strahlenwaffe frei. Hier habe ich Präzisionseinschläge. Die wir auch lassen. Das ist leider eine Führungsstation, das heißt, ich nehme da mit dem Subraumwirbel. Und bei der Fenrich-Station würde ich jetzt. Wobei, nein. Könnt ihr eigentlich, euch eigentlich aussuchen. Also, ihr könnt noch einen Wissenschaftler reinpacken, ihr könnt Techniker reinpacken hier für Notenergie zu Waffen. Als Beispiel. Ich muss mal jetzt nochmal gucken. Ja, mache ich so. Ich packe da nochmal Notenergie zu Waffen rein. Mal gucken. Spezialisierung habe ich aktuell Pilot und Spionage. Voll ausgestellt habe ich primär Spionage und sekundär Pilot. Meine Skills, also Space Traits, sind ablative Hülle, Strahlensalveneinsatz. Ja, für Strahlenwaffenschaden hier einfach zum Widerstand. Raumschifftaktiken der Koalition. Das könnte man auch austauschen durch intensiven Fokus. Selbst Remulierendes Waffenfeuer, das hat man auch aus der ja, ikonianischen Box erhalten. Dann haben wir hier nochmal Partikelfeuer.
Biomodifizierer durch höheren Trefferschaden und auch die Chance, wenn durch Teilchengeneratoren. Also müsste hier. Mal gucken. Status bei Schiff und dann auf Werte. Und dann, wo war das? Wissenschaftliche Fähigkeiten. Kann sein, dass man im Raum gesehen hat oder ich von dem. Ich bin hier gerade. Auf jeden Fall hier irgendwo war das. Muss ich nachher mal gucken. Dann Schuss aus kürzester Distanz. Kriegen wir Bonusschaden. Wenn wir. Ja, entfernen uns zum Ziel. Also hier steht schon maximal bloß, wenn näher als 2 Kilometer. Kein Effekt mehr bei als. Also wenn wir jetzt zum Beispiel 10 Kilometer angreifen, dann wird das gar nicht hier aktiviert. Dann haben wir noch Strahlenwaffenausbildung. Dann haben wir auch schon Strahlenwaffenbonus. Agent. Plus 1% kritischen Treffer Chance und 2%. 2% kritischen Trefferschaden und den Romulanischen Agent. Bei den Raumschiffeigenschaften habe ich Vollgas geben, verbesserte prädiktive Algorithmen, die beste Verteidigung und Reziprozität. Raumruf, Präzision, also eigentlich so der Standard, 3% kritische Trefferwahrscheinlichkeit. Hier fortgeschrittene Zielsysteme plus 16 kritischen Trefferschaden. Kinetische Omega-Abschirmung und am Ende verstärkte reißende Schüsse. Das heißt, wenn wir einen nicht kritischen Treffer oder Treffer landen, dann erhöht sich die Chance, dass wir einen kritischen Treffer landen. Boden nochmal genau das gleiche und beim Ruf habe ich jetzt medizinische Nanitenwolke, Defiance. Das sind zwei Ground Traits. Hier dann Sensoren-Interferenzplattform und den Quantensingularitäts. Manipulation. So. Muss ich mal was gucken, was habe ich denn hier noch? Ich werde das jetzt einmal so skillen. Dann kommt da genau. Also ich habe jetzt hier nochmal das geändert zu Null Energie zu Waffen. Gibt hier die Energiemodulation, das heißt einfach nur mehr Schilddurchdringung durch mehr Schaden. Versagen der strukturellen Integrität. Auch nochmal mehr Schaden. Und Hilfsenergie zur strukturellen Integrität. Das heißt, um einfach die Hülle zu heilen. Weil wenn man zum Beispiel später gegen die Borg kämpft, sind die Schilde eh fast sofort weg. Und ja, dann macht es dann auch keinen Unterschied mehr, ob ich noch irgendwelche speziellen Schildkonsolen drin habe, weil die werden mir dann nichts mehr bringen. So, jetzt gucken wir mal nach Hangarschiffe, ob ich auch die Baltim raide. Also, wie es denn anschaut, kann man hier aktuell nur die Mir-Jäger verwenden. Also man kann auch die Baltim Raider verwenden, aber die muss man dafür wohl erst gekauft haben. Okay. So, jetzt werde ich schon mal das Schiff ein bisschen ausrüsten. Zwar widerstandsfähiger machen, dann kommen hier die Universalkonsole und so weit rein. Manövrierbeschleuniger. Hier kommt Standard-Layout rein. Dann das war jetzt doch schon. Das. So, das haben wir hier. Habe ich jetzt Schwachstein-Lokalisierer drin, 3 Stück. Einfach die Chance zu erhöhen. Die Waffen werde ich drinnen lassen. Ja, Geräte kann man auch so standardmäßig reinpacken. Notruf, die beiden. Dann habe ich jetzt hier noch Kinetikverstärker. Das ist mehr kinetischer Schaden. Braucht man aber nicht. So, dann gucken. Würde ich mal sagen, beamen wir jetzt in meinen Raum und gucken uns die ganzen Schilder an, verschiedenen. Danach werden wir uns die Brücke angucken und dann werde ich einen kurzen Cut machen. Und wir sind da und in der Gala testen. Also, hier sehen wir jetzt auch schon das Schiff. Seine Fanggröße, hier auch der Deflektor, den ich sehr schön finde mit dieser Animation. Den Energiesog. Wir haben auch hier so ein lilanes Leuchten. Hier haben wir dann so ein bisschen was vom Borg. Ist aber nicht weiter stört.
Es fällt schon auf, dass das Schiff doch recht lang ist. Also wir haben hier die Länge und vor allen Dingen hoch. Also man muss schon ein bisschen weiter rauszoomen oder den Winkel anpassen, damit man das so komplett drauf bekommt. Wenn ich jetzt Gas gebe, haben wir hier oben den Antrieb. Ja, da unten gar nichts, okay. Sondern mich gerade ein bisschen. Die Wendegeschwindigkeit geht sogar. Von Kreuz, das ist halt normal. Ich habe jetzt, muss jetzt so sehen, ich habe jetzt hier einen verbesserten Manövrierbeschleuniger, da ich kriege nochmal 50% Wendegeschwindigkeit dazu, die man sonst nicht hat. Und zu den Werten kann man jetzt gucken: 70.000 Hülle mit Konsolen dazu, verstärkte Neutroniumlegierung, bringt auch nochmal Widerstand. Ja, überall 32, also fast 40%, außer beim kinetischen Widerstand, ansonsten 40%, fast überall Widerstand. 88% Treffer Schaden und Chance von 19%. So, was haben wir denn noch? Wissenschaftsfähigkeiten, Sensoren. Genau, Teilchengeneratoren haben wir 71. Und dadurch sieht man jetzt auch bei dem Trade, haben wir plus 14,2% kritische Trefferchance. 7,1% kriegst du einen Schaden. So, dann gucken wir uns einmal die Fighter an. Wir sind das auch schon. Das sind, ja, ich weiß nicht, die, was sie mich erinnern. Die erinnern mich ein bisschen an die riesigen, ja, die Eskorte von Riser. Die es in dem einen Event mal gab, in dem ersten Sommer-Event, glaube ich, war das. Bisschen erinnern die mich daran, aber ansonsten ja, sind süß. Und wir haben ja auch davon sogar drei und dafür sind die auch echt groß. Also man guckt hier. Sollen wir jetzt sechs Stück hier rumfliegen? Ja, genau, und die folgen mir jetzt auch alle ganz brav. Das sieht dann doch gar nicht schlecht. Also sechs Stück. Ich hätte jetzt auf vier getippt. Okay. Ist gut. Hier haben wir dann die beiden Kreuzerkommandos, die Waffen. Und ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an mit den Schilden. Als erstes packe ich einmal das Counter Command, also das Verteidigungskommandoschild drauf. Ja, und hier sehen wir jetzt auch schon diese Röhren, alles grün oben gesetzt. Hier hat sie auch alles in grün umgefärbt. Hier dann auch so alles an den Seiten. Das Kristall ist komplett weg. Und wir haben jetzt auch hier, sag ich mal, diesen Schleier oben, dieses grüne Zipfel. Und ja, schaut interessant aus. Dann geht's weiter mit dem Romulanischen. Und hier haben wir trotzdem noch das Lilane, auch hier die roten Farben und nur in der Mitte hat sich jetzt das halt zu grün gefärbt. Hier haben wir noch so ein paar Panzerplatten oder Elemente drauf bekommen. Aber ansonsten halt nur diese Röhren alles verändert. Was das hier ist, weiß ich immer noch nicht. Und ja. Dann, was haben wir als nächstes? Das Omega, das Mako Shield. Und es sieht fast so aus wie vorher. Bloß, dass wir hier jetzt das ein bisschen nicht mehr so kristallartig haben und alles extrem glänzt. Aber ansonsten, ja, so wie sonst auch. Ich werde einmal die ganzen Fighter zurückrufen. Dann geht's weiter mit dem Borg-Set. Ja, auch wirklich fast keine Änderung, nur die grüne Färbung. Hier haben wir dann paar Borg-Elemente drinne, aber ansonsten auch nichts weiter. Das sieht cool aus hier mit diesem grün durchsetzen, aber da hätten sie noch ein bisschen mehr draus machen können. So, weiter geht's mit dem Delta-Set. Ja, was soll man dazu sagen? Es ist halt jetzt alles glatt gezogen, das mit dem gelben.
Weiß nicht, ist Geschmackssache wohl. Hier auch alles in grün umgewandelt. Mit gelb vorne, ich weiß jetzt nicht, ob das so gut passt, aber okay. Und ja. Alles sehr glatt gehalten. So, dann kommt noch das Kobali hat nichts, das ist auch nicht. Und dann haben wir noch einmal das Breen-Schild. Und ja, es ist wohl wirklich mit einem der. Naja, es passt. Ich würde nicht sagen hässlich, aber es passt gar nicht zu diesem Schiff. Hier, es wurde alles jetzt einfach nur grau aus Platten, also dieses plattenartige Design gemacht. Und ja, sieht nicht schön aus. Aber halt, das ist auch Geschmackssache, wer es mag. So, dann gucken wir uns jetzt nämlich gleich mal die Brücke an. Und das ist ja wohl einer der neuen Highlights der Schiffe. Diese Brücke hat man auch in einer Episode Mitternacht gesehen. Und daher kennen die meisten wahrscheinlich schon. Aber trotzdem, es sieht, ist vielleicht eine der schönsten Brücken. Es ist nicht die größte. Aber es ist trotzdem meiner Meinung nach einer der schönsten Brücken. So, es dauert jetzt hier gerade ein bisschen. Jetzt patcht er noch ein paar Files. Also das Standardmäßige beim ersten Mal. Jetzt sind wir auch schon Ladekonianische Brücke. Und das sind wir auch schon. Also wir haben hier oben einmal das alles entlang. Und wie man jetzt auch wunderbar sieht, hier diese schöne Art leuchtende. Auch diese ikonianische Kern in der Mitte, der wahrscheinlich so die. Der Computerkern des Schiffs ist, würde ich jetzt schätzen. Hier haben wir dann Konsolen, die auch hochfahren, alles. Können wir unsere Dienstoffiziere kontaktieren. Hier haben wir auch nochmal eine Art Kern. Was wirklich extrem cool aussieht, sind einfach diese Art schwebenden Elemente. Muss ich vorstellen, ist alles eine Brücke. Und trotzdem schwebt das hier alles. Die Plattform schwebt da eine. Ja, Stühle gibt es leider nicht. Das war. Der Luxus war nicht vorhanden. Auch unsere Brücke, also unser Kommandositz steht. Auch wenn man es nicht Sitz nennen kann, hier können wir unser Schiff auswählen. Hier haben wir auch nochmal Bibliotheksdateien. Da war nichts. Die Account Bank. Und ja, und das ist jetzt unser Kommandoplatz. Also hier steht man dann und guckt dann so weit heraus. Und man sieht halt das komplette All um sich. Was auch wirklich wunderschön ist, also hier auch mit dieser Art Animation, da haben wir hier dieses Brennende. Also das sieht wirklich wunderschön aus, eine riesige Brücke. Auch mit diesem Art Boden, der auch extrem geil meiner Meinung nach aussieht. Ja. So, dann würde ich auch schon sagen, mache ich jetzt hier einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich im Agala-System wieder. So, da sind wir wieder. Und zwar mit der Magazin bei gesucht. Ja, wir werden euch helfen. Jetzt gucken wir uns erstmal die Ausrüstung an. Hier, also ich habe jetzt hab noch zwei Kisten, die habe ich jetzt auch geöffnet. Ja, wir haben hier Herald Antiprotonensteinwand, den Transphasentorpedo. Hier habe ich jetzt die aus der Kiste mit Crit D, Crit H und Damage und die Dualstrahlenbank. Sind natürlich einfach nur random Sachen. Also wenn man was Richtiges haben möchte, dann würde ich immer empfehlen, Damage 3 und Pen, den normalen Antiprotonenwaffen, weil die haben noch einen höheren oder standardmäßigen kritischen Trefferschadenbonus. Oder wenn man eine hohe Crit-Chance hat, dann würde ich auf Crit 3 und Durchschlag nehmen. Also Durchschlag, also Pen ist mit einer der besten oder ist mit der beste Mod hierbei. Und ja, da habe ich hier den Reflektor-Ikonianischen Widerstandes, dann Romulanischen Antrieb, den plasma-integrierten Warp-Kern und das Romulanische Schild. Hier, die beiden würde ich noch durch das Ikonianische Set ersetzen. Dadurch kriegt man noch zusätzlichen Damage-Bonus. Bei den Konsolen habe ich versteckte Petronium-Legierung, den Nullpunkt-Energieleiter. Das assimilierte Modul und die versteckten Manövrierbeschleuniger hier.
Plasmazeugen, Waffensignaturverstärker, temporale Entwirrung, zusätzlichen kritischen Schaden und Chance und die alte Glück. Lokalisator. So. Die kämpfen auch hier alle schon. Ich weiß gar nicht, was das gerade soll. Wir sagen, mischen wir das da mal mit ein. Das geht ja nicht so. Und man sieht auch schon, das Strahl der dunklen Materie. Das sieht wirklich cool aus. So. Nochmal die nächsten Jäger starten. Man hat auch schon so eine Art kleine Armee, wenn man die ganzen Jäger dazu rechnet. Zack, und der ist auch schon weg. Das brauchen wir nicht. So, die Bentane. Weiter. Dann sind auch schon seine nächsten Freunde, würde ich mal sagen. Einmal hoch. Eine schöne Breitseite, hier sehen wir auch schon ein Torpedo. Da sehen wir auch schon überall dunkle Materie, Strähle. Von jedem Schiff den Strahl halt. Da die Mirfighter ja auch schon alleine zwei haben, zieht das dann doch schon. Geht das dann doch schon gut ab. Genauso ist es auch bei den Fighting Rider. Die sind noch stärker, die haben da auch zum Beispiel das Hinterhaltsportal, können die auch setzen. Die macht dann extrem Schaden. Ich brauche hier gar nicht mal eine Fähigkeit nutzen, man sieht schon, wie mehr die Schilde kriegen sie bei uns runter. Und ja. So, schon weg. Haben wir jetzt vorne Träger. Der kriegt eine Zugbombe mal so weiter rein. Und der verabschiedet sich dann auch schon. Der hat keinen Antrieb mehr, wie ich den anscheinend habe. Und ist auch gleich weg. Ich will jetzt noch einmal versuchen, bei dem Ende mal gucken, oder je nachdem, irgendwann mal in die Gefahr kommen, irgendwie zu viel Schaden zu nehmen. Werde ich auch das Energieportal aktivieren. Aber aktuell schaut es nicht sehr danach aus. Gerade auch schon eine Menge ab, so wenn man guckt, überall. Aber es läuft immer noch recht gut, wo wir sind sogar mal unter 100% gefallen. Nochmal Stunden mit den Immunitäten, da hat sich das wieder. Der Träger kann auch nicht lang dazu was sagen. Und hier. Hey, ich will wissen, dass alle ihr tut, was ihr wollt. Das ist schön für euch. Ich werde jetzt mal das Energieportal aktivieren. Die wir vielleicht machen sollen. Zeig. Und jetzt sehen wir auch schon hier das Energieportal. Oh, kriegen wir jetzt keine Energie mehr von dem? Oder müssen wir wieder näher heranfliegen? Wie viele Hülle hat das jetzt? Es sind schon etwa 5000 Hülle. Das ist schon gefallen. Und das mit der Robust-Teil ist also mehr oder weniger eine Lüge, weil ein Schuss auf eine Advanced-Mission, das Teil ist weg. Vielleicht auch zwei, wenn es gut läuft.
bei 5000 Hölle kann sich das doch sehr schnell verabschieden. Ist ein bisschen schade, dass wir nicht benutzt haben, aber naja, nicht. So, wir haben auch schon die erste Meisterschaft erreicht. Ja. Diese ganzen Fighter sind fast tot. Aber dafür hat es wahrscheinlich auch noch einen Cooldown von 2 Minuten. Dafür büßt man halt dann halt auf die Lebensdauer ein. Also das Schiff ist eigentlich auch halt, dadurch, dass es ein Kreuzer ist, um breitseitig fliegen, also nur seitlich. Man könnte es natürlich auch auf Dual Beambanks machen, aber es lohnt sich nicht, weil man keine vier Omni-Strahlenbecken hat. Weil es auch nicht gibt. Man kann maximal 3 einmal die von der uralte Strahlenbank, dann der kinetische Schnellstrahl und was haben wir noch? Eins von der Exchange von Leben. Wir sehen auch schon, wie schnell wir gerade waren. Also ein bisschen hochboosten. So, jetzt bauen wir wieder ein Portal auf. Schon mal eine Subpumpe rein. Kann ich auch gerne nochmal die Plattform hier vom Janeruf setzen. Jetzt, wo es ein bisschen Geschwindigkeit aufgebaut hat, auch durch den Pilotenruf, nehmen wir uns doch schön schnell. Also kann man da wirklich mit leben. Ich habe jetzt geboostet eine Wendegeschwindigkeit von 24 Grad. Also damit kann man alle mal leben. Das ist ein schöner Wert. Ja. Und ohne, wenn man lieber die Slots für was anderes benutzt, dann könnte man da wahrscheinlich auch, als zum Beispiel für Universalkonsolen, was ich auch machen würde, wenn man mehr DPS bekommt, ich aber leider auf dem Charakter gerade habe, dann würde ich auch, also, dann würde man sich so fliegen wie ein taktischer Body Class, also wie eine Odyssey, wird die wahrscheinlich manövriert werden bei der Kreuzer. So. Ich schleppe den jetzt weit ab. Genau, Leute. Und ja, was kann man jetzt abschließend zu dem Schiff sagen? Es ist halt ein Kreuzer mit der Hangar, also ein T6-Kreuzer, halt mit der praktischen Hangar-Ergänzung, die auch, wenn man den Baltim Raider dazu noch hat, noch mehr Schaden oder dennoch wirklich sehr viel bringt. Ja, Wendegeschwindigkeit ist nicht so überragend, aber man kann da auch mit den richtigen Skills und ja, den Konsolen doch gut was rausholen. Also es gibt zum Beispiel jetzt auch noch einen Skill, mit dem man noch mehr Wendegeschwindigkeit standmäßig kriegt, auch ohne Konsolen. Und ja, ansonsten, die Konsole haben sie leider ein bisschen was verschenkt, also es ist wahrscheinlich auch eine, die ich rausnehmen würde, weil man sie nicht wirklich braucht, weil sie hat zu wenig Leben, also das Portal hat zwar einen guten Effekt, aber es hat zu wenig Leben. So, und jetzt lange einem nichts. Und dann würde ich sagen, gebe ich dem Schiff 8 von 10 Punkte und verabschiede mich damit. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Würde mich immer freuen, hilft mir. Und sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss.